Hallo, liebe meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei Sharing Game und Zocken von Gutzeck e.V. Hier ist wieder Pitcher Myers und es geht weiter mit LS19 auf der Bandico. Und zwar sind wir bei Teil Nummer 5. Und zwar mit dabei ist von links nach rechts, und zwar der Alex. Hallöchen. Der Dopi Opi Opi Opi. Hallo. Dann mein Schatz, die Carrie. Hallo. Die Rückwärtsspezialistin werden wir gleich sehen. Dann der Paradiesvogel, der Chris. Moin. Martin. Moin. Und Mausi. Moin. So, also, die Carrie hatte eine Aufgabe beim letzten Mal gekriegt und die muss jetzt hier, ja, ihr wisst, sie haben ja die Livestreams verfolgt, ihre Rückwärtsfahren ist nicht so das Beste. Und jetzt darfst du es trotzdem beweisen, dass es kann. Und zwar muss jetzt Stroh abladen. Deswegen haben wir uns jetzt hier getroffen, weil jetzt alle zuschauen. Nee, doch nicht, oder? Doch, der Alex steht. Nee, der Alex ist schwer. Komm, ihr seid. Warum bleibt ihr nicht da? Ey, das ist mein Drescher. Ja, ich bin dafür mit. Also, rückwärts. Geradeaus rückwärts, Schatz, du musst geradeaus rückwärts. Einfach geradeaus weiter. Weiter. Noch nichts lenken, gar nichts. Einfach geradeaus rein. Denk dran, durch Breitreifen am Traktor, da wirst du da hängen bleiben. Ja, ist schon passiert. Ich hätte sie auch so reinschicken können. Genau, und jetzt da andere Seite einlenken. Dass der Hänger. Genau, und das ist immer langsamer. Immer langsam. Wie ja, jetzt einlenken? Ja, ja, genau, genau. Jetzt die wieder grad, haha. Links. Und jetzt rückwärts, genau. Und jetzt häng ich vorne. Also nicht zu viel. Ja, stopp, nicht zu weit vor. Ja, jetzt bist du weit hinten. Und stopp! Stopp, er hängt. Jetzt muss ich wieder vor. Fahr nochmal ganz, das, fahr nochmal raus. Weiter. Stopp! Und jetzt rückwärts. Und jetzt links schon einschlagen. Und langsam. Nicht immer gleich voll auf Gas, sondern wirklich langsam. Und links einschlagen, links einschlagen, links einschlagen. So, und jetzt geradeaus und weiter rückwärts fahren. Genau. So, und jetzt stopp, vor. Aber links lenken. Und jetzt vor. Noch ein Stück. Genau. So, und jetzt wieder andere Seite einlenken. Und rückwärts. So, und jetzt machst du das ein paar Mal, so lange bis gut dran steht. Jetzt wieder vor. Muss aber links einschlagen. Nee, jetzt ist zu spät links. Du musst in dem, bevor du Gas gibst, links einschlagen. So, jetzt fahr ich in meine Richtung. Genau, ich vorwärts, vorwärts. Ja, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Ja, du musst ja lenken, wenn da eine Mauer kommt. So, das geradeaus zu mir. Ja, aber jetzt hängt der Ballen dann. Nein, fahr weiter. Der kann gar nicht hängen. Ja, aber jetzt kann, ja. Fahr weiter. Ja, fahr weiter. So, das kannst du schön geradeaus nach hinten fahren. Muss ich bloß ein bisschen links einschlagen. Damit der Hänger dann gerade hinter dir steht und ganz vorsichtig links einschlagen. Genau, und jetzt fahr rückwärts. Und links einschlagen lassen, erstmal. Bis der Hänger dann schön in der Ding steht. Ja, aber jetzt bleibe ich am Reifen wieder hängen, am Eingang. Ah, ja, fahr ein bisschen vor. Und jetzt stopp, das war schon wieder zu viel. Und jetzt geradeaus nach hinten. Nein, jetzt drehe ich den Hänger wieder. Geradeaus nach hinten. Nicht immer so viel Gas geben. Nein, jetzt schau mal, wie du drehst den Hänger. Du willst, dass der Hänger rechts geht, das heißt, du musst links einschlagen. Ja. Ja, und das fahr rückwärts. Und gar so lang, bis der Hänger gerade zur Wand steht. Für dir zur linken Wand, genau. Bis er komplett gerade steht. Und dann fahrst du dann den Traktor stellen, dass der auch gerade steht. So, noch ein Stück.
So, jetzt hat den Traktor mit gerade stellen. Und jetzt hat schön nach hinten. So, gerade nach hinten. So, schön gerade nach hinten. Und dann kannst du einmal Z drücken, dass er aufklappt. Ja, wie steht das noch gar nicht richtig schön? Ja, trotzdem. Weil du fahrst, normal macht man das ja während dem, dass man eigentlich rückwärts fahrt, dass man das schon aufklappt. Fahr einfach weiter geradeaus. Du musst geradeaus rückwärts fahren. Und nicht zu viel Gas. Immer nur tippen. Nicht zu viel Drift jetzt. Ja, ich will doch jetzt Eck hinten rein. Ja, nee, das kannst du auch sehen. Hauptsache, da steht jetzt erstmal an der Wand. Wenn du das schon mal geschafft hast, ist das schon ganz gut. Und außerdem kannst du es ja immer nur ausgleichen. Du hast ja genug Platz. Nein, ich will jetzt dahinter ins Eck kommen. Also. Ja, da musst du aber vorsichtig und nicht immer so viel Gas geben. Aber je mehr Gas du gibst, desto schneller schwenkt der. So, denk dran, du musst ihn dann auch wieder. Ja, weiter. Jetzt muss ich, was muss ich machen? Nein, geradeaus hinter. Fahr doch geradeaus hinter. Nein, die will doch ins Eck rein. Ganz ins Eck geht's nicht, wahrscheinlich, wenn du die dann loslässt, kann sein, dass die alle umkippen. Das ist schon mit Absicht, warum ich die Luft lasse. Weil es kann nämlich sein, dass die Wände blöd reagieren und dann fallen die ganze, fällt der ganze Bike um. Wie weit bin ich jetzt schon? Dann einfach nur weiter. Nur weiter nach hinten. Nur weiter nach hinten. So, stopp! Noch ein Stück. Ja. Noch ein Stück. Gut, stopp. Und jetzt kannst du absetzen. Also kannst du, genau. So. Und jetzt fast. Genau, jetzt fast vor. Fahr vor. Gut, und das kannst du alles haben. Klappt mit, steht das Zeug. Boah! Und geschafft, okay. Siehst du, so. Und den nächsten stelle ich einfach. Wenn du rückwärts fahrst, rechts daneben. Aber aufpassen, dass nicht hängen bleibst, an denen wahrscheinlich kippen die alle um. Oh Gott. Also was rechts daneben, also quasi Richtung Tür, der nächste. Naja, genau. Und dann, ja, genau. Und dann nächste wieder dort auf. Oder du kannst dich auch hier davor immer stellen. Dass du da eine ganze Bahn machst. Ja, ich glaube, das ist geschickter. Gut. So. Die Silo-Displays sind gebaut. Gut. Geh mal gucken, ob sie so genehm sind. Ja, passt schon. Darauf vertraue ich dir schon, dass du die richtig baust. Boah, das war jetzt anstrengend, wie gestern einmal am Faustjoggen. Was kostet eigentlich die PGA? Überlege ich mir gerade, weil. Dann können wir. Ja, der Martin braucht nur einen Traktor. 87.000, die kaufe ich, glaube ich, weil da kann ich da auch ein bisschen Gras reintun. Der Martin braucht noch einen Traktor. Ja, kann er ja einen kaufen. Genau, der fährt nämlich zurzeit mit meinem. Ja, eben. Ja, wir haben 700.000, hallo, ich brauche jetzt 87.000. Ja, okay. Weil dann tue ich nämlich gleich ein bisschen Gras dort ins Ding rein, weil da kann man mit Silage ein bisschen Geld machen. Ja. In der BGA dann. Und Kalk brauchen wir eh und da ist die Kalkstation mit drauf. Und wir haben ein Feld mit Mais. Können wir auch in die BGA fahren. Okay. Dann brauchen wir aber Häcksler. Ja, später. Kommt ja noch Geld dazu wieder. Also verkaufen wir jetzt die beiden erste Anhänger hier noch. Ja, ja. Ja, würde ich sagen. Und dann kommt er zu uns runter. Ich bin nicht schon voll. Mit Raps. Mit Raps ist er voll. Ja. Ah, die Tore, die Hoftore sind auf Vollgas verrostet. So geil. Ist voll geil. Ja. Der damals schon den Charme, die Bandicoot, das ist so Hammer. Ich finde das voll cool, dass die echt, also die haben jetzt quasi drei Teile mit integriert, gell, mit so 15, 17, 19. Ja, genau. Was ich halt schade finde, ist, dass die MiG-Map nicht mehr weiterentwickelt wurde. Die steht bei irgendeiner Version und ja. Die ist auch geil, die Map, aber das Problem ist einfach, dass die ja nicht schön umgesetzt worden ist, und weil der Entwickler hat halt nicht weitergemacht. Und das ist halt blöde.
Ich werde mir auf alle Fälle das Mappen beim Ding wieder mal anschauen, beim 22er. Ich habe es jetzt immer jedes Mal angeschaut, aber jedes Mal nach einer eineinhalb Stunden wieder weggeschmissen, gesagt, oh nee, das ist mir viel zu. viel zu. Nee, das ist, ja, mal schauen. Kopf raucht zu viel Input, ne? Ja, das ist, wenn du da keine Affinität dafür hast. Ist ja auch alles in Englisch, ne? Oder was? Nee, um das geht's eigentlich gar nicht, weil es gibt halt genug Videos, die dir das erklären. Nur das Problem ist halt, wenn du keine Affinität dafür hast, das zu machen. Weil das halt nicht in einer Stunde bist du da nicht fertig, weißt du? Da brauchst du Tage, Monate, bis du da eine Map hast. Und die Zeit habe ich halt einfach nicht. Da, wenn ich die Zeit hätte, würde ich schon machen. Welches Feld seid ihr? 15. Gibt auf jeden Fall hier noch Ballenstroh, also. Das ist gut. Ja, bin wieder unterwegs zum Feld. Ich passiere gerade Feld 12. Ja, hier liegt reichlich. Ja, ich habe gefühlte 3 Tage gebraucht zum Abladen von der ersten Fuhre. Da pisst eine Kerry vorbei. Hallo, Kerry. Hallo. Ich glaube, wenn du die alle eingesammelt und einsortiert hast, dann kannst du das. Glaubst du? Wir glauben an dich, Kerry. Juhu, danke schön. Ja, aber was Hänschen nicht kann, lernt Hans nimmer mehr, gell? Heißt doch immer. Halte ich für ein Klischee. Jo. Stimmt so. Guck mal, meine Frau mit 56 noch der Ausbildung. Dann schaffst du das auch. Vor allem, ja, stimmt. Ich habe ja den Beweis an unserer Familie, der gesagt, der Bruder von meinem Opa hat sich mit 85 noch an der VHS angemeldet und wollte Russisch lernen. Hat er auch gemacht. Ja. So, dann machen wir da gleich Gras in der Arsch, hier, Ding. Danke. So, wo ist das Feld? Genau, hier muss ich ab. Über die Wiese und los geht's. Arbeitsstellung. Ja, da liegen ein paar, das ist richtig. Oh, das ist schon ganz schön krass da, alter Schwede. Liebes Vögelchen, du darfst auch gerne gleich bei mir vorbeischneiden, wenn du so lieb wärst. Der Mann müsste auch gleich da sein. Ach, Schatzi? Ja, der Mr. Inspector sagt, du hast einen Füllstand von 96. Jetzt wäre mal echt ein Abfahrer fällig. Bin unterwegs. Mit der Ballenpresse gar nicht mehr unterwegs. Ich sehe die hier gar nicht auf dem Feld. So, ich bin noch am Pressen. Achso. Ganz rechts in der Ecke. Ah, okay, alles klar. War ich halt auch schon am Pressen. Boah, zu viel Info. Aber auf dem Porzellandruck. Sag ich doch, zu viel Input. Wollte ich nicht wissen. Entschuldigung.
Ich dachte, hier ging es um den täglichen... Umpressen. Aber nicht um dieses Pressen. Achso. Dann sagt es doch. Schatzi nimmt den langen Weg. Ich dachte, ich kann jetzt auch mal mitspielen. Ich kreise das Ziel ein. Ich merke das schon. Oh, die alten Häuser, das ist so cool, wie das ausschaut. Ja, ich finde, ich feiere das Bächle auch ganz. Das bringt einen voll runter, irgendwie. Ist voll idyllisch. Ich finde die Wege auch cool, mit diesen breiten Steinplatten. Habe ich heute gesehen. Die gibt es auch in live. Was? Ja. Die Wege. Ja, ja. Die Platten. Ja. Ja. Das für uns sogar einige. Ja. In Wälder. Ja. Also hauptsächlich in Wäldern haben wir die. Mhm. Genau. Orientierung, Feld 11, 12 und dann bei der BGA hoch, genau. Ja, und dann noch kurz dem Alex und dem Vögelchen Hallo sagen, ne? Map, map, huhu. Hallo, Carrie. Hallo, hallo, Schatzi. Wie hat es denn geschafft zu dir? Jo, Ziel eingekreist. So, dann ist hier der Feldweg, dann geht's Richtung Umspannwehr. Achso, ihr wollt gar nicht wissen, wo ich lang war, sorry. Sightseeing-Tour? Ja. Ah, oder auch die landschaftlich schönere Strecke. Schatzi, wenn du jetzt wieder da hinfährst, jetzt kannst du schon vorwärts reinfahren und dann innen drin einfach wenden. Ist einfacher. Das ist nett von dir, dass du mir die Erlaubnis erteilst, ich hätte sowieso gemacht. Achso, okay. Ja, aber dachte ich, nehme jetzt das eine Tor gleich. Ja, da brauchst du doch gar nicht zu wenden. Was? Du brauchst gar nicht zu wenden. Wenn du das eine Tor nimmst, hinten, wo du das Stroh stehen hast, brauchst du es geradeaus reinfahren und dann rückwärts ran. Einmal ja, genau. Rückwärts, dann bist du auch schon da. Ja, genau. Quasi einmal am Stapel vorbei und dann wieder zurücksetzen. Genau. Richtig. Genau, ja. So war mein Plan. Gut. Ich hab hier wieder Feuerwerk, du. Warum? Katsching, peng, peng, puff, puff. Genau. Ja, die fliegen, die ein Gerät mögen. Die Suizidgefährdeten, die ins Licht fliegen. Flieg ja. Ins Licht, flieg ins Licht, folge dem Licht. Psst. Ja, du musst schon mal, Licht kann tödlich sein. Zu viel davon auf jeden Fall, ja. So, jetzt musst du aber auch wegfahren, wir haben Fruchtzerstörung drin, gell? Zu Kinder sagt man immer, nicht mit dem Licht spielen. War das nicht Feuer? Ja, was ist Gabel, Schere, Licht. Licht ja. Ist, genau. Für kleine Kinder nicht. Genau. Genau. Danke. Wollte ich gerade sagen. Kennen wir doch alle das. Den Spruch. Opa, raus aus meinem Kopf. Schnell. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Stapel nicht anditsch. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen gefährlich. Ja. Stapel böse, Carrie. Den in Ruhe lassen, den nicht anfassen. Normal sollte ich mir jetzt heimlich dahinter schleichen und nicht Kabel das Stapel umschmeißen. Ich sage, Schatz, jetzt hast du jetzt auch gemacht. Mann, echt, kann man dir überhaupt was machen lassen? Aber Gott sei Dank, ich bin ja weit weg. Beruhigend. Ja, ja, klar. Mhm. Der lunzt schon an irgendeinem Stall vor. Nein, ich bin auf dem Feld. Ausnahmsweise nicht, Carrie. Ich habe gerade geguckt. Aha. Mausi. Soll ich mich verraten? Ja, du, ich hätte dich, wie wird das jetzt,
Ich hätte ja auch sagen können, du bist nicht da, obwohl du da wärst. Ja, das wäre mal XL fies. So, jetzt halten wir die 20 Minuten voll, aber ich habe jetzt nur zwei Bahnen, die fahren noch schnell zusammen. Also ich muss beim nächsten Mal wieder mit der Arbeit anfangen. Und beim nächsten Mal durch dann die zwei Silos verdichten. Und das ist aber dann nächste Woche, weil wir haben ja heute Freitag. Sag mal, wie schnell vergehen denn bitte 20 Minuten? Ja, dauern 20 Minuten. Geht schnell. Ja. Ja. Also ja, vor allem, wenn man Spaß hat. Ja. Sag mal, ihr habt mit dem Traktor jetzt nur eins gemacht. Gemäht und Ding eingefahren. Und ein Drittel ist schon Reparatur. Das ist wieder so runter. Ja. Ja, er kommt auf die Fahrweise an, ne? Das braucht sein. Soll das heißen, dass ihr nicht fahren könnt? Haben die mir auch immer gesagt. Wer? Wer war die? Auf der Arbeit. Ah. So. Frage, wo befindet sich denn unser Hofkärcher, bitte? Jetzt kommt gleich auf den Hof. Haben wir noch keinen, glaube ich. Warum hat dann der Traktor von Opa und von Alex so aufpoliert ausgeschaut? Weil wir den noch nicht in Einsatz hatten. Genau, der Martin fährt gerade mit meinem Traktor, ja. Da ist jetzt dreckig. Ja, der muss den ja dreckig machen. Also ja. Der hat eingefahren quasi. Dein Traktor hat er eingefahren. Siehst du? Meiner ist jetzt auch dreckig. Ja, okay. Dann, müssen wir gleich mal gucken, wo wir den hinstellen. Ja, müssen wir dann schauen. Können wir beim nächsten Mal dann kaufen. Ja, genau. Wie gesagt, wir sind jetzt in Eglal fertig hier. Genau. So, jetzt haben wir ja eine Woche Videos hinter uns, liebe Zuschauer. Schreibt doch bitte in die Kommentare, welche Spiele ihr noch sehen wollt. Serhunter kommt auf alle Fälle auch. Serhunter Classic, damit ich die ganzen Missionen spielen und werde für jede Mission extra ein Video machen. Manchmal werden es vielleicht zwei Teile, weil ich werde bei den 20 Minuten bleiben. Manchmal kann es sein, dass eine Mission zwei, drei Teile hat oder eine Mission nur einen halben Teil, weil es schneller geht und so weiter. Und ja, dann habe ich vor mit Evil Dynasty, aber ich weiß nicht, ob ich das zum Livestream mache oder ob man das als Let's Play-Reihe, da muss ich noch überlegen. So, jetzt habe ich das zusammengefahren. Dann das neue BGA neu. So, ihr wart zum ersten Mal, oder die meisten von euch waren zum ersten Mal jetzt bei einem Let's Play dabei. Eine Woche lang, wie ist euer Gefühl gegenüber zu Livestreams? Macht Spaß. Ja. Sag ich mal. Ja, ich gleicher Meinung. Jo. Gut. Das freut mir. Ist halt was ganz anderes. Bei Livestreams muss ich halt dann nebenbei schauen, was schreibt der Chat und so weiter und so fort. Und das hast du halt hier nicht. Ich kann sie voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Oh. So, ich muss aber jetzt wirklich los. Ja, wir machen jetzt den Cut. Okay. Also ich bin schon mal raus. Jo, danke fürs Mitmachen. So, liebe Zuschauer, ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Bis dann. Ciao. Und danke euch fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bitte. Tschüss.